Das war der Schlusspfiff. Das Spiel, es ist definitiv zu Ende und es gibt noch eine kleine Draufgabe. Ja, jetzt. Früher wurde per Los entschieden, jetzt haben sie es wenigstens selbst in der Hand. Also, die Partie wird durch Elfmeter entschieden.
Hier kommt der erste Elfmeterschütze. Wäre wichtig, wenn er verwandelt. Wichtig für die Nerven der Kollegen. Kein Problem für den Torwart. Der Elfmeter war schwach getreten und so musste der Torhüter einfach nur stehen bleiben. Er hat den Ball. Am Torwart vorbei, der Ball landet im Kasten. Und bumm, voll in die Mitte. Er ist ein sogenannter Natural Born Leader, aber behält er auch die Nerven vom Punkt. Am rechten Arm des Deuters vorbei. Sehr viel besser kann man einen Elfmeter nicht verwandeln. Er überlistet den Torwart und das Ding ist drin. Er hat den Torwart ausgeguckt und somit verwandelt. Direkt in die Mitte. Jetzt legt er sich den Ball zurecht. Das sind jetzt alles kleine psychologische Spielereien. Schaut er den Torhüter in die Augen, meidet er den Blickkontakt. Alles für diesen Moment. Und jetzt kann der Torwart zum Helden des Tages werden. Er hat ihn und damit war's das.